Ja, hallo liebe Zuschauer, jetzt steht der Davide Grisola bei mir, der Regisseur Teil 2 und Teil 3. Die Trilogie geht zu Ende. Davide, erzähl mal was. Naja, das ist schon spannend, diese Charaktere zu sehen, wie sie sich entwickelt haben, aus den 80ern jetzt quasi in die Neuzeit und trotzdem sind sie genauso geil drauf wie damals. Ne? Und heute drehen wir eine heftige Schlägerei, freut euch auf Action mit Peter Althoff, mit Ken Thomas, Rene Weller, das wird großartig, das wird richtig cool. Und ja, eine Trilogie, die fast 40 Jahre, nee, dann bis zu dem Zeitpunkt, wenn der dritte Teil rauskommt, tatsächlich dann gute 40 Jahre auf dem Buckel hat, da können wir beinahe mit Star Wars mithalten, oder Peter? Wie kommen wir denn auf die Idee, dann wirklich das so knallhart durchzuziehen? Ich beobachte euch ja schon eine ganze Weile lang. Es ist schon beeindruckend, was ihr alles auf die Füße stellt, auf die Beine stellt. Ja, also die Kontakte von Peter Althoff machen natürlich alles Mögliche aus, weil ohne Vitamin B geht gar nichts. Ne? Also ich dachte mir bei Macho Man 2 schon damals, als wir eben Macho Man 2 gedreht haben, ey, daraus eine Trilogie zu machen, wäre schon echt Hammer, weil ich meine, ich bin ein Fan von Trilogien. Vor allem habe ich manchmal tatsächlich das Gefühl, vor allem heute an diesem schönen Tag, ja, dass Macho Man 2 nur entstanden ist, damit wir Macho Man 3 drehen können. Also quasi so das Mittel zum Zweck sozusagen. Und das ist halt schön, auch diese Geschichte fertig erzählen zu können, weil man muss das auch immer so sehen. Ja, das ist jetzt Top Secret Stuff extra für Franken Live, ja, so. Im ersten Teil hat eine Frau Peters Herz quasi erobert, ja. Im zweiten Teil auch, unsere liebe Diana Herold. Und im dritten Teil passiert es auch, allerdings auf eine andere Art und Weise, nicht wie man es kennt. Und das ist eben das Spannende an Macho Man 3, weil die Charaktere, die ändern sich, aber ihr Kern bleibt der gleiche. Aber trotzdem hat jeder der Machos ein gutes Herz und das zeigen wir in diesem Film. Tolle Kerne. Wann darf man euch denn in den Kinos begrüßen? Wann geht's los, schätzungsweise? Also, die Premiere ist am Piep, 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 Piep. Das Ding ist halt, das ist halt auch schwierig zu sagen. Wir müssen dann gucken, auch wie sich die Kinomenge, sage ich mal, ja, einfach so gibt. Wir müssen halt drauf reagieren, weil Macho Man 3 ist wirklich davon abhängig, dass Leute ins Kino gehen können. Ne? Und wenn es dann Einschränkungen gibt, jeglicher Art, ist halt immer ein bisschen schwierig für so einen Film wie Macho Man 3. Ich meine, ein Hollywood-Film, da ist es mehr oder weniger jetzt halb so wild, ganz vorsichtig gesagt, weil die können es dann an Amazon Prime verkaufen, Netflix und so weiter. Nur wir sind halt fürs Kino da, ne? Fürs Cine, für alle Kinos hier in der Region in Franken. Das ist ein Film fürs Kino und Streaming ist halt in 5 Jahren vielleicht, aber ne, okay. Deswegen. Aber stay tuned, wir werden euch auf alle Fälle Bescheid geben, versprochen, euch auch. Versprochen. Okay, liebe Zuschauer, freut euch drauf, wir begleiten die Dreharbeiten noch ein bisschen und dann wünsche ich viel Glück und toller Abschluss des Tages heute. Aber nicht, dass ihr schönere Aufnahmen macht als wir, gell? Das wäre einfach nicht so gut. Franken Live-Kunden sind es gewohnt, tschüss.